Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einer neuen Sonntags-Challenge. Heute ist ja unser Thema Duschgel-Haul und ich habe diese beiden kleinen hier von Twinkle Moon gekauft. Die haben beide 60 Milliliter und sind nur für kurze Zeit erhältlich. Ich finde das mal so niedlich. Ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. Das ist einmal Soft Water Mint Rain und Wild Cherry Magic. Zwei super schöne Namen und ich habe schon mal so ein bisschen dran gerochen. Dieses hier ist tatsächlich so eine Mischung aus, Pfefferminz und Wassermelone. Total cool. Und hier einmal wirklich richtig schön intensive Kirsche. Erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen Kirschlollis. Total cool. Gefallen mir auch beide vom Design her super gut. Beides Duschcreme. Und ich dachte, ich zeige euch natürlich noch eine DIY-Idee mit den beiden. Und ich mache daraus Duschjellies. Dafür habe ich hier einmal Agatine. Die koche ich gleich einmal auf. 200 Milliliter nehme ich, also 200 Milliliter Wasser für ein Tütchen. Hier hinten ist das drauf beschrieben, wie das Ganze aufgekocht wird. Wenn ihr andere Agatine benutzt oder ein anderes Geliermittel, kann das natürlich immer ein bisschen abweichen. Also schaut einfach auf eure Packung, wie das Ganze angesetzt werden soll. Und dann nehme ich 50 Milliliter von dem Duschgel jeweils. Nein, ich nehme insgesamt 50 Milliliter Duschgel, 25 Milliliter pro Flasche. Und ich habe hier total niedliche kleine Silikonförmchen. Das sind so kleine Kuchenförmchen, so kleine Törtchen. Und darin mache ich dann meine Duschgelis. Aber als erstes koche ich jetzt mal die Agatine auf. Ich habe hier jetzt die aufgekochte Agatine. Ich habe die direkt in zwei Schüsselchen aufgeteilt. Und ich gebe jetzt das Duschgel dazu. Ich messe das so ein bisschen mit der Waage ab. Gebe ungefähr 20 bis 25 Gramm dazu. Und gut einrühren. Dann stelle ich die Mischung kurz beiseite und genauso mache ich es mit der Kirschvariante auch. Muss natürlich alles ein bisschen schnell gehen, damit es nicht schon geliert. Ah, so schöne Farben. Dann habe ich hier die fertigen beiden Mischungen und die fülle ich jetzt mit den Löffeln erstmal in meine kleinen Förmchen. Und die Reste habe ich hier jeweils noch weitere Silikonförmchen. Das sind so Mini-Gugelhupfe. Die gebe ich jetzt hier noch drauf. Übergelaufen. Das schiebe ich hier noch mit rein. Anschließend müssen die kleinen Duschgelis natürlich noch aushärten. Die Zeit, die das dauert, ist natürlich wieder abhängig von eurem Geliermittel. Bei mir sind 1 bis 3 Stunden angegeben und die 3 Stunden warte ich auf jeden Fall noch ab. So, und dann zeige ich euch natürlich auch noch die fertigen Duschgelis. Ich nehme die hier einmal vorsichtig raus. Da ist es. Sehr, sehr süß. Ein richtig kleines Törtchen. Flutschi, flutschi. Ein bisschen wie Wackelpudding. Und das andere. Die sind auch richtig kalt. Ich hatte sie zwischenzeitlich im Kühlschrank. Richtig niedlich und richtig hübsch geworden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mein kleiner Haul natürlich auch. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. So, dann ziehen wir mal ein Challenge-Thema für die nächste Woche. Ich wühle mich mal gut durch. Wir haben wieder geschaut, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt und einiges hinzugefügt. Und ich habe ein Oreo-Kekse. Ein Dauerbrenner bei uns. Ein super Thema. Wir lieben ja Oreo-Kekse und damit kann man echt viel machen. Mhm. Entweder schön verpacken oder vielleicht irgendwie seine eigene Oreo-Sorte herstellen. Ne? Oder dekorieren. Da gibt es super viele schöne Ideen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du machst. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss noch ein bisschen überlegen.
Ja, wir hoffen natürlich, euch haben die Videos in dieser Woche gefallen. Wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf jeden Fall beim Video der jeweils anderen vorbei. Und schreibt uns auch gerne wieder neue Ideen unten in die Kommentare. Die fügen wir dann hier in unserem Glas hinzu. Wir freuen uns immer über eure neuen Themen. Und ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.